herzlich willkommen zu Extra 3 mit Kuttner. So, der Sommer ist endlich vorbei. Ehrlich gesagt ist mir das ganz recht. Ne? Ich mag keine Hitze, ich mag auch die ganzen Menschen draußen nicht. Ich gehe noch nicht mal schwimmen. Unter diesen Umständen sollte ich wirklich auf gar keinen Fall Rettungsschwimmerin werden, ne? Mal ganz davon abgesehen, dass ich auch nicht so richtig dem gängigen Rettungsschwimmerinnenbild entspreche. Sie erinnern sich ja sicherlich noch an die 90er, ne, in denen Pamela Anderson in Zeitlupe den Strand von Malibu entlang geflogen ist. Wehendes blondes Haar, wehende sekundäre Geschlechtsmerkmale und wie eine Kirsche auf der Sahne ein grellrotes, lebensrettendes Stück Hartplastik im Arm. Und jetzt stellen Sie sich einfach mal mich vor. Ne? In der einen Hand eine Zigarette, wenn ich es irgendwie noch hinkriege, vielleicht noch ein Stück Kuchen. Und in der anderen Hand drei Hunde an drei sich permanent verheddernden Leinen. Das sieht einfach nicht aus. Ne? Und soweit ich das verstanden habe, geht es beim Rettungsschwimmen vor allem um das Aussehen und gar nicht so sehr ums Retten. Anders kann ich mir zumindest nicht erklären, weshalb die DLRG in Boltenhagen erst über eine menschengefüllte Promenade rennen soll, bevor sie potenziell Ertrinkende retten kann. Daniel Sprenger hat mal seinen inneren David Hasselhoff gechannelt und sich vor Ort umgeschwommen. Direkt hinter dem Ostseestrand entsteht Boltenhagens neue Attraktion, die Dünenpromenade. Auch die Wasserretter von der DLRG bekommen neue Häuschen, klar, wo man die am besten hinbaut. Die würde ich schon vor der Promenade platzieren, nicht dahinter, damit die nicht noch wieder drüber her müssen. Immer auf der Seeseite. Man muss ja auch ein bisschen was sehen können, ne? Und schnell vor Ort sein, ne? Wenn man helfen will. Ne? Genau, das hat sich die Gemeinde auch gedacht und so 2016 beim Landkreis beantragt. Das waren damals 5 DLRG-Häuser oder Stationen, die sozusagen seeseitig errichtet werden sollten. Und dafür gab es auch die Genehmigung? Dafür gab es die Genehmigung, ja. Ja, nur leider sind die Pfähle für die neuen Häuser nicht hier auf der Seeseite, sondern hier auf der Landseite gesetzt worden. Statt 5 Häuser möglichst dicht am Wasser sind nun 6 vorgesehen, hier weiter weg vom Wasser. Der Grund? Küstenschutz. Bei der Prüfung hat sich herausgestellt, dass 2 von den 5 in der Planung damals enthaltenen Häuser seeseitig nicht angeordnet werden können, sondern diese dann zwangsläufig hier landseitig angeordnet werden müssen. Okay, das Umweltamt hat also 2 Häuser auf der Landseite vorgeschrieben. Aber warum sind dann plötzlich alle Häuser hinter der Promenade, auf der es im Sommer ja sehr voll wird? Ein Fall für diesen Mann. Ich bin von der Gemeinde gebeten worden, als Berater, als Sonderbeauftragter der Dünenpromenade tätig zu werden. Der Sonderbeauftragte Dünenpromenade soll nun klären, wieso die Wege für die Retter generell länger geworden sind. Ich weiß auch nicht, welche Gründe es dafür gegeben hat, dann zu sagen, dann planen wir um und setzen alle 6 Häuser auf die Landseite. Ist ja auch egal, man kann doch einfach noch ein paar Mal umplanen. Die Gemeindevertretung hat in ihrer letzten Sitzung noch einmal eindeutig ihren Willen bekundet, dass sie zumindest die Häuser, bei denen es möglich ist, seeseitig errichten will. Das hätte jetzt zur Folge, dass umgeplant werden muss und hier diese Fehler auch wieder gezogen werden. Und neue Pfähle seeseitig gesetzt werden müssten. Also Kommando zurück und alles so wie ursprünglich geplant. Das sind mehr Kosten, die jetzt entstehen, wenn man das jetzt eben so umsetzen will. Ne? Der Planer hat im Bauausschuss der Gemeinde davon gesprochen, dass man mit etwa 100.000 Euro rechnen müsse. Wo in Deutschland wird nicht Geld in Sand gesetzt? Aber nur in Boltenhagen wird Geld erst in den Sand gesetzt, dann wieder rausgezogen und neu in den Sand gesetzt. Na gut, was willst du machen, ne? In Deutschland hat man nun mal einfach ein Herz für Geld. Und für Banken, weil das ist, wo das Geld wohnt. Zum Thema Banken gibt es übrigens ein sehr schönes Zitat von Bertolt Brecht. Das sagt, der Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank. Und tatsächlich so richtig vernünftig und eindrucksvoll gebankraubt wird dieser Tage gar nicht mehr, oder? Scheint sich tatsächlich einfach nicht zu rentieren. Kann natürlich auch daran liegen, dass andere Märkte einfach mehr kriminelle Möglichkeiten bieten, um an Geld ranzukommen. Ein gutes Beispiel ist der Immobilienmarkt.
Weil da ist im Grunde für jeden was dabei. Ne, so kleine Fische bescheißen einfach nur um die Kaution. Die größeren treiben die Mieten hoch und lassen schön haufenweise Wohnraum leer stehen. Und dann sind da noch die ganz Großen, die einfach ihre Wohnblöcke für Geldwäsche nutzen. Also augenscheinlich braucht tatsächlich kein Mensch mehr Bankraub. Olle Brecht, ne, hat er damals schon gewusst. Linda Luft und Antje Thiemeier bringen Sie jetzt mal auf den neuesten Stand, was der aktuelle heiße kriminelle Scheiß ist. Seid gegrüßt, liebe Anwohner aus Berlin-Friedrichshain. Ihr könnt euch jetzt über einen ganz besonderen Service freuen, denn euer Vermieter hat euch diesen neuen und total praktischen Geldautomaten vor die Türe gestellt. Wenn man die Tür filmt, kann man schon sehen, wie gut man hier durchkommt. Da ist kaum ein Durchkommen mit dem Kinderwagen. Das brummt ziemlich laut. Das ärgert mich jeden Tag. Ja, wenn ich rausgehe, reingehe, kriege ich die Kratzer, wenn ich die Scheiße da sehe. Contenance, gute Frau. So ein Geldautomat ist total lukrativ. Also für den Vermieter. Wer sowas auf sein Grundstück stellt, kann bis zu einem vierstelligen Betrag daran verdienen. Sie haben keine Nachteile. Versprochen. Sie haben dann die Klingelanlage, die immer noch nicht geht. Die war auf der Seite von dem Ding. Ja, haben sie einfach abgenommen und angeklebt. Auf die andere Seite. Da sind keine Leitungen drin jetzt. Ja, das heißt, wir haben keine Klingel mehr. Wir sind auf der permanenten Jagd nach unseren Paketen. Keiner weiß, wo sie landen. Wir kleben hier Zettel hin und die Pakete sind nicht auffindbar in der ganzen Nachbarschaft, in den Paketshops, weil nicht zustellbar. Oh, da muss man doch nicht so traurig gucken. Da kommt doch ein Paket. So, jetzt erstmal hochkant, ja, nochmal ein bisschen drehen, dann doch lieber schieben und ja, passt doch. Was ist, wenn das Haus brennt? Ja, da kommt keiner mehr rein und raus. Ich habe das ausgemessen, es ist 1,08 Meter breit, was wir jetzt noch an Hauseingang haben. Und baurechtlich müsste es 1,20 Meter sein. Das heißt, von daher ist es aus brandschutzrechtlichen Gründen eigentlich zu schmal. Das haben Sie doch gar nicht zu beurteilen. Ob der Automat hier eine Gefahr darstellt, prüft jetzt das Bezirksamt. Und wem das Amt zu langsam arbeitet, der kann ja auch ausziehen. Also zumindest, wenn die Möbel durch die Tür passen. Wow, spinnig oder war die Frau ein bisschen wütender als normales? Ne? Dieser Bankautomat, der kriegt von dieser Frau keine gute Bewertung im Internet. Und so rächt sich nämlich der gute Deutsche über eine Beschwerde. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich kapiere es komplett. Ich beschwere mich schon seit dem Tag meiner Geburt gern. Liebe Mama, ich weiß, du hast dein Bestes gegeben, aber über 20 Stunden Geburt sind für mich sehr, sehr anstrengend gewesen. Nächstes Mal gern etwas zackiger. Liebgemeinte 3 Punkte. Danke, deine brandneue Tochter Sarah. Ich hätte dir das damals genau so ins Internet geschrieben. Und glauben Sie mal nicht, dass ich nicht auch zurückbewertet werde. Das ist, und ich meine das wirklich vollkommen ernst gerade, der einzige Grund, warum Menschen im Fernsehen so verhältnismäßig viel Geld verdienen. Es hat gar nichts damit zu tun, dass wir irgendwie Dinge besser können als andere oder dass wir gar relevanter wären. Nein, Nullinger. Das ist alles Schmerzensgeld. Einfach dafür, dass jeder Idiot mit einer Tastatur meine Person oder mein Aussehen oder die Art, wie ich meinen Job mache, bewerten darf. Am liebsten mit möglichst wenig Anstand und auch Abstand. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht und zwar von Ihnen. Wie Sie mich auf Instagram von Extra 3 bewerten. Hier, erstes Bild. Ich warte wieder auf Christian, die Alte ist sowas von zum gelber Smiley mit grüner Sache im Mund. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Oder das hier. Kuttner, Pestbeule. Nice. Einen habe ich noch. Die ist so lustig wie Kinderlähmung und das ist wirklich absolut nicht lustig. Ja, Mann, Sie sind on fire. Generell scheint die Menschheit in den letzten Jahren noch mal irgendwie richtig in so Bewertungsfahrt gekommen zu sein. Na, inzwischen traut sich jede traurige Wurst öffentlich, also anonym und im Schlüpfer vor dem Internet, einfach irgendwas irgendwie zu finden. Vollkommen egal, ob auf Yelp oder Google oder Amazon oder Facebook. Ist wirklich wurscht. Hauptsache bewerten, bewerten, bewerten. Unfreundliche Behandlung vom Servicepersonal. Haare im Hotelzimmer. Zu viel Sand am Hotelstrand. Na, ich sehe, dass Sie jetzt wieder denken, dass ich übertreibe. Ne? Aber User Tom Green hat genau das am Tumon Beach, der ist auf der thailändischen Insel Guam, zu bemängeln. So sieht es da eigentlich aus. Super schön, aber der Tom findet, der Strand ist zu sandig. Das Wasser ist aber klar. Jo, danke für nichts. Und dank des Internets hat jetzt wirklich jeder eine Stimme. Und dazu noch 5 potenzielle Bewertungssterne.
mit denen er seine Unzufriedenheit schön ins Netz ballern kann. Anderes Beispiel, Stonehenge, ist übrigens Weltkulturerbe, ne, ist laut diesem User zum Beispiel nur ein Haufen Steine. Ganz im Ernst, Leute, was ist denn los? Was kommt als nächstes? Dass der Grand Canyon nur ein großes Loch ist? Ah, augenscheinlich ist der Grand Canyon nur ein großes Loch. Kinder, jetzt mal im Ernst, gibt es eigentlich irgendwas oder irgendjemanden, auf den sich alle einigen können? Im ganz klassischen Sinne, so wie, ja, gute Sache, Punkt. Ne? Ich persönlich würde denken, dass der Job, den die Feuerwehr macht zum Beispiel, eigentlich relativ kritiksicher sein müsste. Ne? Wenn man die auch nur sieht oder hört, dann denkt man ja sofort, wow, okay, Gefahr im Verzug, ich mache mal Platz, bitte stürmen Sie alle vor, retten Sie Leben, thank you for your service, Feuerwehrmann Sam. Ne? Sollte man meinen. Im hessischen Vellmar sagt man außerdem aber auch, Ruhe, ich muss morgen früh raus. Ich will aber nicht zu viel verraten, sonst beschimpfen Sie mich wieder im Internet. Martina Hausschild weiß eh besser Bescheid. Alarm bei der Feuerwehr im hessischen Vellmar. Jetzt zählt jede Sekunde. Die Feuerwehrleute machen einen tollen Job und die Anwohner in Vellmar sind so dankbar und schreiben deshalb der Feuerwehr auf Facebook. Halten Sie sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit und machen Sie die Sirene leiser. Das nächste Mal mache ich eine Anzeige. Naja, dieses Tatütata ist aber auch echt laut. Das trifft dann meistens so denn die Leute, die direkt auf der Fahrtstrecke liegen, dass die sich dann belästigt fühlen, gerade in der Nacht, wo man dann schon gesagt kriegt, macht nicht so einen Krach, wir müssen ja morgen früh an die Arbeit. Mal ehrlich, ihr düst hier fröhlich zum Einsatz, löscht euer kleines Feuerchen und denkt nicht ein Stück an die Leute, die einfach nur schlafen wollen. Löscharbeiten machen Lärm, das ist nun mal so. Aber muss das denn sein? Immer dieses Gerumpel, Schlauch raus, Wassermarsch. Ein bisschen Rücksicht ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Nee, wir brauchen Stromaggregat für Licht, die Pumpe fürs Wasser. Also leise löschen geht null. Die Anwohner, liebe Feuerwehr, lassen sich das nicht länger bieten und lassen Taten folgen. Anwohner hatten dann leider nichts Besseres zu tun, als die Polizeistreife, die vor Ort war, zu sich zu holen. Und sie hatten dann die Polizisten gebeten, mal für Ruhe zu sorgen. Wir sollten dann leiser löschen, ja. Genau, stoppt die laute Feuerwehr. Es geht hier um Menschen. Ich kann die Menschen nicht nachverstehen, die dann so denken, weil die können ja auch mal leider Gottes in die Situation kommen. Und da freuen sie sich auch, wenn wir schnell und zeitig da sind und unsere Aufgaben erfüllen. Gut, wenn es bei mir brennt, ist es ja auch ganz was anderes. Schneller, warum höre ich kein Martinshorn? Hallo? Alter, also wirklich, ich hoffe, dass sie sich wenigstens richtig schämen, die Leute. Ne? Aber vielleicht wurden diese Art fiese Motzermenschen, ne, einfach von ihren Eltern nicht so richtig lieb gehabt. Ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Vielleicht waren die, keine Ahnung, das benachteiligte mittlere Kind oder so. Ich glaube ja mehrfach Eltern sowieso nicht, dass die all ihre Kinder gleich lieb haben. Ich kapiere total, dass man das sagen muss. Ne? Aber so im vertraulichen Gespräch könnten die mir doch ruhig sagen, wer ihr Lieblingskind ist. Ich wette, ich finde das Kind auch besser als das andere. Sehr wahrscheinlich. Und ich hätte so viele Fragen. Ne? Hat man zum Beispiel automatisch das Erstgeborene am liebsten? Oder das Jüngste, weil es noch so klein ist? Oder, keine Ahnung, das, was einem am ähnlichsten ist? Oder eben genau das gerade nicht? Ich weiß es nicht. Ich finde es spannend, wirklich. Und bei der Gelegenheit könnten Sie mir und vielleicht auch dem Digitalisierungsminister mal erklären, wie man das eigentlich am besten macht, ne? Wenn man ein Kind bevorzugen möchte, aber die anderen das nicht merken sollen. Im rheinischen Genhodda fühlen sich nämlich gerade die einen oder anderen Haushalte vollkommen zu Recht benachteiligt. Ein Film von Daniel Sprenger. Der Mönchengladbacher Stadtteil Genhodda ist ein Ort des Fortschritts und der Zukunft. Vor allem in Sachen Digitalisierung, denn hier wird schickes neues Glasfaser für schnelles Internet verlegt. Wir bauen hier kein FTTC, also Fiber to the Curb, sondern Fiber to the Home, Glasfaser bis ins Haus. Yeah, Fiber in the House mit einem Gigabit pro Sekunde. Der Bundesregierung und ihrer Internetförderung für ländliche Räume sei Dank. Turbo Internet für alle, das Bundesprogramm für superschnelles Breitband. Superschnell ist das Breitband hier aber leider nicht für alle. Schließlich kann man hier nicht jeden Hans und Franz anschließen. Hausnummer 17,
Wird angeschlossen, Haus Nummer 15 nicht. Pech für Herrn Kohlen, dass er links in der 15 und nicht rechts in der 17 wohnt. Ein tragischer Einzelfall. Die ganze Reihe wird ja nie angeschlossen. Ach so. Die ganze Reihe wird nie angeschlossen. Diese Häuser kriegen alle keinen schnellen Anschluss. Nur die im nördlichen Teil von Genhodder, die im Süden nicht. Also mit Ausnahme der Nummer 17. Sicher ein Versehen, oder? Da gibt es eben die Richtlinie, dass alle Haushalte erschlossen werden, die eine Unterversorgung, also sprich weniger als 30 Mbit verfügbar haben zu Hause. Tempo 30 ist in Genhodder die Geschwindigkeit, sowohl auf den Straßen als auch im Netz. Und wer wie Herr Kohlen 37 Mbit hat, hat ganze 7 Mbit zu viel und kann leider nicht angeschlossen werden. Da kann es natürlich sein, dass der eine dann knapp noch die 30 Mbit erreicht und dann 10 Meter weiter oder auch nur 5 Meter weiter eben diese Grenze unterschritten wird. Oder noch dichter dran. Ja, wir reden hier von 2,50 Meter. Das Kabel vor Herrn Kohlens Haus einfach um 2,50 Meter verlängern, klingt so einfach, ist aber leider nicht möglich. Wenn wir darüber gehen, dann verletzen wir die Förderrichtlinien, dann wird Fördergeld im Zweifel zurückgefordert. Das wollen wir natürlich vermeiden. Genau, vermeiden ist eine gute Idee. Die restlichen Anwohner bekommen ja auch schnelles Internet, aber eben erst, wenn die geförderten Bauarbeiten abgeschlossen sind. Der eigenwirtschaftliche Ausbau auch hier im Dorf kann dann anfangen, wenn der geförderte Ausbau abgeschlossen ist. Das ist planmäßig im November der Fall. Und dann werden wir entsprechend auch den Ausbau der restlichen Adressen auf den Weg bringen. Es wird dann noch mal Tiefbau auch stattfinden, absolut, ja. Ja, Treppenwitz, das ist, kann man ja nie erklären, oder? Treppenwitz, nee. Zweistufiger Breitbandausbau in Deutschland. Es ist nicht einfach. So, meine Damen und Herren, Zipfel auf. Wir kommen jetzt zu einem ernsten Thema. Es geht nämlich um Zwerge. Und zwar um die einzig relevanten Zwerge. Dackel sind davon ausgenommen. Und zwar ist die Rede von Gartenzwergen. Ich wusste das auch nicht, aber die Ältesten stammen angeblich bereits aus dem Jahr 1690. Und ich habe das Gefühl, das war eine gute Zeit. Denn damals gab es nämlich auch noch Zwerginnen. Während der Epoche der Aufklärung verschwand der Gartenzwerg leider und dann kamen nur noch so einzelne kleine verstreute Comebacks. Im Grunde ein bisschen so, wie wenn der Wendler einmal im Jahr irgendwas Unangenehmes mit Oliver Pocher im Fernsehen macht. Ne? Und dann aber in den 60ern, da sind die noch mal so richtig durchgestartet. In jedem Garten, knallebunt, chillten die in den Gärten braver Bürger. Aber eine Sache hatte sich verändert. Es gab keine Zwerginnen mehr. Und was passiert mit einer Gesellschaft, in der es keine Frauen gibt? Sie verroht. Und sowas geht auch an Zwergen nicht spurlos vorbei, wirklich nicht. Bitte schicken Sie jetzt kurz mal die Kinder aus dem Wohnzimmer raus. Martina Hauschild konnte selbst kaum hinsehen. Das ist Frank Ulrich, also er da hinten, der Vorsitzende der Internationalen Zwergenpartei IZP. Der Partei geht es um ein elementares Stück deutscher Kultur, den Gartenzwerg. Und der wird gerade heimgesucht vom Sittenverfall. Der Gartenzwerg in seiner Darstellung ist aufs Übelste bedroht. Er wird sexistisch und rassistisch dargestellt. Das hat mit dem deutschen Gartenzwerg als Kulturgut überhaupt nichts mehr zu tun. Deshalb kümmert er sich jetzt um das deutsche Kulturgut. Zufällig hat der Zwergenparteivorsitzende auch einen Zwergenpark in Trusetal in Thüringen. Und hier versteckt er den Schmutz. Schlimme Verunglimpfungen des Gartenzwergs. Hier, das schlimmste aller Beispiele. Das kann doch kein Mensch irgendwo sich in den Garten reinstellen. Grausam sieht das aus und das gehört einfach verboten. Und schlimmer noch. Ja, hier wieder schon so eine sexistische Darstellung. Eine Zwergenfrau gibt es eigentlich gar nicht. Eine weibliche Figur mit einer Zipfelmütze. Ein Gartenzwerg nackt. In einer verfänglichen Stellung, das gehört einfach schlichtweg verboten. Ja, verboten. Es sind hier zwar auch Lustzwerge ausgestellt, aber nur zu reinen Demonstrationszwecken. Für Besucher ist die Zwergendiskriminierung auch nur schwer zu ertragen. Aber ist nichts Schlimmes? Nee, würde ich auch sagen. Nee. Da also, würde ich schon sagen. Stört Sie das jetzt nicht? Nee. Ach, die Menschen sind schon so verdorben. Deshalb gibt es jetzt auch einen Zwergenkongress der Internationalen Zwergenpartei.
Einen recht schönen guten Morgen, meine lieben Zwergenfreunde aus nah und fern. Zipfel auf, wie wir uns ja bekanntlich immer grüßen. Zipfel auf. Und flugs wird ein wichtiger Antrag zum Schutz des Zwerges einstimmig angenommen. Wir haben einen Antrag bei der Antidiskriminierungsbehörde des Bundes gestellt, damit die sexistische Darstellung des Gartenzwerges endlich beendet wird. Endlich kümmert sich die Antidiskriminierungsstelle um die wirklich Diskriminierten. Denn bei dieser Schweinerei stellt sich doch eine Frage. Warum nimmt man für solche Darstellungen den Gartenzwerg? Warum nicht einen Teddybär, einen Frosch oder einen Elefanten? Genau, zieht doch den Elefanten die Hosen aus. Dann hat das Zwergenmartyrium endlich ein Ende. Ist schon vorbei? Och, und was sagt der dann, dass ein Teddybär? Ich will auch nicht von einem Teddybär die Hoden sehen, ehrlich gesagt. Was soll das denn? Och. So, wissen Sie übrigens, was der Gartenzwerg meiner Generation ist? Na, jetzt sind Sie ein bisschen verwundert, ne? Aber ja, wir Hipster und kreativen, nichts auf die Reihe, Krieger und ewig das Leben zerdenkende, wir haben auch Statussymbole. Wir haben nicht nur Sonnensegel und Lavendel im Garten, also schon in rauen Mengen, aber eben nicht nur. Wir sind uns einfach nur zu, ich weiß nicht, feingeistig für so farbenfrohes oder generell obszönes. Aber unser Zwerg mit Wampe und Meinung ist, Achtung, eine Buddha-Statue aus Beton. Wir glauben, das ist irgendwie sexier, deeper, intellektueller. Aber unterm Strich ist es genau das, was es ist, nämlich ein Statussymbol. Ein Statussymbol des eigenen, vermeintlich schönen Geistes. Gegossen aus Baustoff. Wer nicht? Das hier ist übrigens mein eigener peinlicher Buddha. Also der rechte, ne? Ich bin grundsätzlich aber recht patent. Das sagen Menschen über mich wirklich. Der Vater meiner Freundin Lena hat mal über mich gesagt, also die Sarah, das ist so eine ganz patente. Ich weiß noch, dass ich irre geschmeichelt war, weil ich nämlich anpacken kann. Ist wirklich so. Ich bin ein Problemlöser, ein Optimierer. Ich bin zuständig im Amt für maximale Alltagsoptimierung. Ich sehe jetzt schon, dass Sie mir nicht glauben. Sie denken, ich erzähle immer nur Quatsch, aber ich habe extra ein Video gedreht. Sie sehen jetzt nämlich gleich, wie ich dank der Optimierung meiner sehr kleinen Dusche meine sehr schwarzen Gartenfüße blitzeblank wasche, ohne mich zu bücken oder mir gar auch nur die Hände nass oder schmutzig zu machen. Gucken Sie bitte mal kurz hin. Es fängt an mit meinen sehr, sehr schmutzigen Füßen, denn ich habe viel im Garten gemacht. Erst mal nass machen, dafür kann man stehen bleiben, da muss sich keiner bücken. Und jetzt Achtung. What? Ist das eine Seife mit Bewegungsmelder? Aha. Füße runter, Seife ruff. Dann so ein Silikon-Dings da range, habe ich für 2 € irgendwo in China gekauft. Super nachhaltig, sicher. Und dann rubbeln. Und jetzt Achtung, Sie werden sehr, sehr überrascht sein. 10 Sekunden. What? What? Ja, ich habe es im Video nochmal gesagt, weil ich selber sehr, sehr erstaunt war. Ist das nicht geil? Wirklich, in Sachen Optimierung kann mir im Grunde niemand das Wasser reichen. Außer natürlich der sehr, sehr, sehr tolle sächsische Rentner aus unserem Extra 3 Klassik von Hauke Wendler. Die Welt und mittendrin Deutschland. Millionen tüchtiger Bürger. Einer von ihnen, der Mann, der was kann. Heute Henry Güasch aus Rochlitz in Sachsen. Wir alle kennen das Problem. Der Denkmalschutz ist eine feine Sache. Er hat aber auch seine Tücken, so wie hier in Rochlitz. Denn beim Denkmalschutz wird häufig etwas vergessen. Parkplätze. Henry Güasch hat sich deshalb etwas einfallen lassen. Er parkt sein Auto im Wohnzimmer, gleich hinter dem Fenster mit den Geranien. Als die Oma gestorben war, war der Raum frei. Und da haben wir gesagt, da können wir eventuell mal eine Garage machen. Damit hätten wir das Auto gleich im Haus, nur, wenn wir was brauchen, runter und fahren wir los. Doch die Straße, in der Henry Güasch wohnt, die ist so schön, dass man hier eigentlich keine Garagentore einbauen darf. Deshalb hat der Erfinder aus Rochlitz ein ganz besonderes Modell ausgetüftelt. Einfach das Fenster hochziehen, schnell die Mauer beiseite klappen und schon ist die Garage offen. Kinderleicht. Wenn Frau Thea jetzt kurz mal zum Schlachter will, geht sie einfach ins Wohnzimmer, steigt ein und los geht's. Probleme gibt es nur, wenn man ein neues Auto kauft. So wie Henry Güasch, der seinen alten Skoda gegen diesen neuen, längeren Charisma eintauschte. Als wir diese Charisma kaufen wollten, habe ich dann festgestellt, dass
also 20 cm länger ist, als praktisch bis jetzt gewesen ist. Und da müsste ich dann für 20 cm gewinnen. Oder hätte man das Auto nicht kaufen können. Deshalb ließ sich Henry Guyasch noch mal etwas einfallen. Einfach ein Stück aus der Garagenmauer rausgehauen, fertig. Jetzt passt auch der neue Wagen ins Wohnzimmer. Und Henry Guyasch hat trotzdem eine denkmalgeschützte Fassade. Wie gesagt, praktisch. Tja, Ideen muss man haben. Und natürlich ein zweites Wohnzimmer. So wie Henry Guyasch, der Mann, der was kann. Ich sag Ihnen, wie es ist, ich verehre diesen Mann. Dieser Mann ist mein Gott, mein Endgegner in Sachen Alltagsoptimierung. Ist wirklich so. So, wir kommen zum letzten Film. Und in dem geht es um Schutz und um Tresore. Wobei das ja bestenfalls dasselbe sein müsste. Aber Sie haben ja noch nicht von der Kuchenblechmafia gehört, richtig? Deren Tresore sind nämlich so schlecht, die muss man im Grunde nur sehr streng ansehen und die gehen auf. Zum Glück hat die MCR Geldschrankvertriebsgesellschaft schon vor Jahren den Kampf gegen die Kuchenblechmafia aufgenommen. Genau genommen vor 24 Jahren. Ein extra drei Klassiker von Thilo Knups. Aufgebrochene Geldschränke säumen Deutschlands Straßen. Doch zum Glück gibt es in Berlin eine seriöse Geldschrankfirma, die an ihre Kunden denkt. Diese erfahrenen Männer von der Firma MCR Geldschrankvertrieb wollen kein Kuchenblech, sondern solide Panzerschränke verkaufen. Für Michael Rau sind die Tresore der übrigen Geldschrankbranche allesamt Betrug. Was man dazu sagen kann, ist, dass er Ihnen den Schrank jetzt kalt aufmacht und Sie können die Zeit stoppen. Wenn er straight durcharbeitet, ist das Ding in kürzester Zeit auf. Ich will mich auf eine Minute jetzt nicht einlassen. Eine Trennhexe wird straight angesetzt. Dann wird der unsolide Schrank der Kuchenblechmafia in kürzester Zeit zusammenfallen. Ein wenig später. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben oder ob Sie die Zeit gestoppt haben. Er ist einmal über die gesamte Fläche durch. Im Grunde genommen ist der Schrank zwar noch nicht auf, aber das ist jetzt nur noch eine Frage von Sekunden. Nach einiger Zeit. Nur zur Sicherheit gleich noch ein dritter Schnitt durchs Kuchenblech. Prinzipiell müsste der Geldschrank jetzt auseinanderfallen, unsolide wie er ist. Hier ist Müllmetall, wie man sieht. Die falsche Brechstange, weich wie Schuhkarton. Bleibt nur eins, ein lächerlicher kleiner Schnitt und dann war's das. Es scheint vollbracht. Jetzt zeigt es sich. Unsolide wie Kuchenblech ist dieser Panzerschrank. Tatsächlich im Grunde eine Sache von Minuten. Doch dahinter kommt eine weitere Blechwand zum Vorschein. Das ist das Regelwerk. Das Regelwerk geht hier lang. Das ist rausgerissen. Der Schrank ist im Prinzip auf. Im Prinzip, jawohl. Fehlt nur noch das letzte Stück Kuchenblech. Im Prinzip ist dieser Geldschrank auf. Geht's denn nicht? Dann nehmen wir die Brechstange dafür. Weil wir einen glatten Boden haben hier. Wir verlassen die Arbeiten, denn langsam wird es brenzlig. Die Stimmung ist nicht gut. Der Schrank ist im Grunde genommen auf. Dennoch ist eines klar. Die Panzerschränke der Konkurrenz sind aus Kuchenblech und im Prinzip in Sekundenschnelle zu öffnen. Jedenfalls für erfahrene Experten wie die Männer von der MCR Geldschrankvertriebsgesellschaft aus Berlin. Ja, das Problem, wenn es jetzt runterliegt, dann. Jetzt kann ich doch oben weitersägen. Ja, das ist so gut wie offen, das Ding. Ne? Ist doch nur noch eine Frage von Sekunden. So sind wir doch eigentlich ganz schön durch die Sendung gekommen, wa? Auch wieder raue Mengen was gelernt. Zum Beispiel, dass sich ein Besuch im Grand Canyon nicht lohnt. Wie die primären Geschlechtsorgane von Gartenzwergen aussehen und wie man einen Safe knackt. Also, wenn Sie mich jetzt das nächste Mal auf Instagram nicht mit 5 Sternen bewerten, ne, dann verrate ich auf Yelp, dass Sie Ihre Kinder unterschiedlich lieb haben. Mhm. So, jetzt kommt Zapp. Christian Ehring sehen Sie morgen mit der beliebten Sendung Extra 3 ohne Kuttner im 1. und mich in einer Woche. Bis dahin, Maul halten, Korn trinken, Maske auf. Ciao.